Damit müsste sie sofort drauf gehen. Wenn sie damit jetzt nicht drauf geht, dann ist sie unsterblich. Dann kann ich sie nicht töten. Okay, sie ist unsterblich, das Mistding. Ja, es klappt. Es klappt, ja. Ah! Noch zweimal. Zweimal. Das reicht, das reicht. Ey! Hat sie mir einfach eine gegeben. Das ist doch nicht möglich. Sehr gut, wir haben es geschafft. Boah. Und ich habe so viel Munition verschwendet. Oh Mann. Kritisch. Na danke. Die hat uns jetzt beinahe erwischt. Okay. Was ist das nur für ein Gang hier? Blaue Pflanzen. Eine Karte. Mitnehmen, natürlich. Da kommt nicht mehr viel. Danke. Ich nehme sie mal mit. Man sieht ja, die sind sehr hilfreich. Deswegen lag da auch ein Messer, natürlich, logisch. Und schon wieder dieser Apparat. Keine Ahnung, wofür der ist. Ich weiß es nicht. Okay. Vorsichtig. Ganz vorsichtig. Kann ganz schnell gefährlich werden. Oh nein. Nein. Ah, das ist ein... Ja, geil. Ich muss ja den Spinnen nochmal vorbei. Mega gut. Und der Riesenfelsen, habt ihr gesehen? Der kommt wieder durchgeflogen hier. Na super. Na super. Erstmal wieder an den Spinnen vorbei. Boah. Die Kurbel holen? Wofür ist das? Ich weiß es nicht. Bam, bam. Das ist nicht... Alter, guck mal! Geh mir ja nicht auf den Geist! Ich weiß ja nicht, wie man ausweichen kann. Das kann man ja nicht in dem Spiel. Warnung. Danke für die Warnung. Wo lang muss ich? Da. Verflucht langer Weg. Ich habe nichts mehr zum Heilen, verdammt. Naja. Das ist halt ärgerlich. Du kommst direkt in den Raum rein, läufst zwei Schritte und kriegst halt sofort eine ab. Na, das ist nicht sehr geil. Kampfmesser habe ich doch schon. Guck mal, das habe ich zweimal. Wo ist das Hexagon? Da. Okay. Ich behalte mal die Magnum, damit ich eine starke Waffe immer bei mir habe. Müssen wir jetzt wieder vorbei an der Spinne? Ich hasse das. Wenn sie mich wieder umrammt, eine gute Nacht, dann bin ich wieder auf kritisch. Okay, jetzt komm bitte. Ja, genau. Spuckt sie mich einfach direkt an. Ja, Gott sei Dank nicht vergiftet, sonst wäre ich gerade wieder zurückgerannt. Geil, Freunde. Wir sind am Limit. Jetzt öffne ich erstmal den Weg wieder für den Felsen. Geil. Darf mich erstmal hier in Sicherheit bringen. Stehst du nicht direkt davor? Tut mir leid. So, jetzt geht's.
Ein großer Felsbrocken versperrt den Weg. Ja, geil. Aha, guck mal. Ah! Ah ja, klar, natürlich. Pass auf, ich muss weiterdrehen, bis sich das... die Tür öffnet. Also der Weg zu der Tür. Ja, guck mal, so. Nein, nochmal. Jetzt. Oh, fuck! Der erwischt mich! Gott sei Dank nicht. Boah, ich dachte, jetzt erwischt er mich. Du Drecksfelsbrocken. Nicht schlecht, aber... Puh, haben wir gut gemacht. Gibt ja was? Oh, danke schön, komm. Ein Erste-Hilfe-Kasten. Prüfen, was ist da drin? Gott sei Dank. Nehmen wir gleich ein. Ja. Brauchen wir auch. Uns geht's nicht so gut. Herrlich. Ich liebe es, wenn alle Räume untersucht sind. Ja gut, außer jetzt der, wo wir halt diesen einen Schlüssel stecken gelassen haben. Das Ärgerliche ist, dass wir jetzt nochmal an den Spinnen vorbei müssen. Ich glaube, die kann man nicht töten. Okay, fuck. Zum Teufel, was ist das? Okay, pass auf. Ja, ich will doch die Statue schieben. Ach so, die geht nicht. Entschuldigung. Aber ich komme doch gar nicht dahinter. Hey. So, guck mal, was ist das? Eine Statue der Göttin lächelt ihnen still zu. Na, danke. Hier ist auf jeden Fall, wo ich das einsetzen kann. Was passiert da? Ah, alles klar. Okay. Ich weiß es. Bitte kurbel es wieder zurück. Danke. Jetzt schieben wir es davor, damit wir es von der Wand wegschieben können. Damit wir es später drehen... Ja, genau. Hier drauf drehen können. Danke, Jill, dass du uns das so schön präsentiert hast. Noch eins? Nein. Das müsste doch gehen jetzt. Ja, perfekt. Wer baut sowas? Ganz ehrlich. Nein, wir müssen nochmal aktivieren. Das muss ja weg. Okay. Jetzt wieder zurück an die Wand schieben. Das wäre geil. Und noch eins bitte. So. Jetzt dahin. So, nochmal. Und dann haben wir es richtig. Ja. Okay. Ich weiß noch nicht genau, wie weit. Ja, das selber soll sich nicht drehen. Ich denke, so ist okay. Ich muss hier gerade kurz aufhören, weil der Controller sonst spinnen würde. Nee, nicht ganz. Okay. Noch ein bisschen. Einmal zur Seite noch. Okay. So ist sehr gut. Und da rein. Was ist das? Das ist der zweite Teil, oder? Ja. Hervorragend. Wir haben alles. Wir können zurück. Wir können an der Spinne wieder vorbeilaufen. Hervorragend.
Wie ich das alles hasse. Gleich kommt bestimmt wieder ein paar Hunter. Als ob die Schlange nicht genug wäre. Nein, es kommt nichts. Oh, jetzt erstmal an dieser Mörderspinne vorbei. Jetzt vor ein. Da war es doch abartig! Leute, bitte! Weg hier! Wahnsinn! Du kannst nichts machen, du schießt sie einmal an. Es interessiert sie nicht. Sie guckt dich halt dumm an mit ihren mehreren Augen. Ich habe keine Ahnung, wie viele Augen so eine Spinne hat. Guck dich dumm an. Springt dich an einfach. Und du verlierst einfach sehr viel Energie. Okay. Freunde, wir speichern einmal. Keine Lust, das Ganze noch einmal zu machen. Ja, ich möchte speichern, bitte. Genau da. Dann legen wir das Ganze ab. Brauche ich das noch? Ich weiß es nicht. Verdammt nochmal. Das Messer brauche ich, glaube ich, nicht mehr. Das legen wir jetzt ab. Ich habe echt nichts mehr zum Heilen. Ihr könnt nicht mal. Dann gehen wir zurück zu dem großen Raum. Wo war das? Hier, gell? Ja. Wahnsinn. Zuerst dachte ich, wir finden eher einen Gegenstand hinter einem Wasserfall. Nein, wir finden ein ganzes Labyrinth. Das ist natürlich typisch. Habe ich noch über Platz in meinem Inventar? Ja, klar, natürlich. Nimm den verdammten Schlüssel mit. So, kombinieren. Prüfen. Drehen. Weiter drehen. Einfach weiter drehen. Immer weiter. Jetzt bitte nicht mehr drehen. Okay. Ja, ja. Wieso setzt es nicht einfach ein? Eine Reihe blinkender Knöpfe. Einer davon drücken. Welchen Knopf? Fuck. Links. 4, 2, 3. Ist es jetzt bis jetzt richtig? 1. Ah ja, klar. Ja, logisch. Ich habe mir das jetzt aus Zufall gemerkt, was ich da überhaupt gedreht habe am Schlüsselzylinder. Ja, keine Ahnung. Oh, geil, Alter, wohin geht's jetzt? Hier ist ein Aufzugsschalter. Drücken. Jill. Wer ist da? Barry? Thank God you're safe. You too, Jill. Du bist da? A noise I heard brought me down here, but I didn't expect a... Nein, das ist nicht Barrys Schuh gewesen. Have any idea as to what might be at the bottom? There's only one way to find out. Da hat sie recht. Also, man hat ja die Schuhe gesehen, also ein Teil vom Fuß, vom Bein, von der Person, die Enrico getötet hat. Und es ist nicht von Barry. What the hell is that sound? It could be a person. Jill, go check it out. We had enough surprises for one day. I'll stay here and secure our escape route in case something happens. Okay. Ja, genau. Er schickt dann mich los. Statt selber loszugehen. Der Mann mit der riesigen Flinte. Flinte mit dem riesigen Revolver.
Da ist alles safe, alles durchsucht. Hier ist noch irgendwo eine Inventarbox. Die holen wir uns gerade mal. Da geht's auch runter. Wir gehen mal runter. Ich schau mal kurz was hier unten an. Was ist das? Ein Müllschlucker. Da ist ein Schalter. Drücken. Aber warum? Liegt hier etwas? Nein. Hier liegt ja überhaupt nichts. Wofür könnte das wohl sein? Naja, für später, sehr wahrscheinlich. Man hat hier gesehen, dass da ein Schacht runtergeführt hat. So, die Kurbel brauche ich glaube ich echt nicht mehr. Die legen wir ab. Wenn wir schon Magnum-Munition noch haben, nehmen wir die mit. Okay, mehr kann ich nicht gebrauchen. Dann geht's los. Ja, ich quatsch kurz mit Barry. I'll stay and secure our escape route. Na gut. Mir wär's lieber gewesen, wenn du losgehst. Und ich bewache lieber mal hier den unseren Fluchtweg. Oh mein Gott. Was war das? Irgendwas war da. Oh, fuck off. Das Monster von der Hütte verfolgt uns. Tür ist verschlossen. Lass uns bitte in Ruhe, okay? Ich möchte keinen Ärger. Ich weiß, dass ich sie nicht bekämpfen kann. Sie ist unbesiegbar, die Lisa Trevor. Und ich finde sie absolut unheimlich. Oh, leck mich am Arsch, Lisa! Wieso machst du das? Ich hoffe, sie kann mir nicht folgen durch die Türen. Was ist das für ein Raum? Ach, was haben sie hier gegraben, bitte? Ist das hier der Müllschlucker? Ja, bestimmt. Wir bringen das runter. Oder keine Ahnung, wo wir das hinbringen. Ich bring's. Aktivier's auf jeden Fall. Ein Gerät zum Transport von Materialien. Starten. Jawohl. Perfekt, das transportieren wir jetzt dorthin, wo der Müllschlucker ist. Aber hier liegt noch was. Chemikalien. Irgendwo liegt hier noch was. Ich übersehe es aber. Ich übersehe es leider. Tut mir leid. Ich finde nichts, was ich aufheben kann. Nope. Was? Sie brauchen damit nicht mehr rumzuspielen. Okay. Ja, aber was ist hier noch? Hier ist ja nichts mehr. Nichts, was ich aufsammeln kann. Ja, nee, absolut nicht. Wieso wird mir der Raum noch rot angezeigt? Ich verstehe das nicht. So, kommen wir mal. Verdammt. Ich muss an der Lisa wieder vorbei.
Ich muss wieder zurück.